Und da sind wir dann auch schon wieder zu The Division. Wir gehen mal die Mission abschließen. Ja? Okay. Ich dachte, wir gehen jetzt hier rein und dann beginnt auch schon direkt eine Videosequenz. Virusbericht. Entsperre medizinische Flügel, okay. Können wir uns noch nicht anschuppen? So. Dann schließen wir die doch mal eben ab, die Mission. Und sprechen mit Jessica. Na, wen haben wir denn da? Big Boss. Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Super, das finde ich super. Direkt an die Arbeit. Und was machen wir jetzt? Medizinischer Flügel entsperrt. Super. Menü. Okay. Aufklärungsdaten. Beweise, Einsatzdaten. Was glauben Sie eigentlich, was Sie damit erreichen? Die Sperrung ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme zur Kontrolle der Lage. Wir haben auch so genug zu tun. Aber was tun Sie, damit Leute passieren können? Okay. Was haben wir denn dann noch? Gar nichts. Aber das ist sowieso für die Beta noch zu... Was haben wir hier noch? Überlebensratgeber. Vorräte 700. Laptop benutzen. So, Klinik. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Nächster Tipp. Der medizinische Flügel erfordert Medizin... Was? Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den Sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügelgüter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Nächster Tipp. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels dabei. Nächster Tipp. Jeder Flügelbau entsperrt eine Fertigkeit, Fertigkeiten, Mods oder Talente. Nächster Tipp. Ja. Führen wir den ersten Ausbau durch. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Ja, super. Kann ich nichts mehr ausbauen? Ausbau nicht kaufen. Vorräte 200 und ich brauche Vorräte 400 oder was. Gut, weiß ich Bescheid. Vielen Dank, dass ihr Tom Clancy's The Division Beta gespielt habt. Glückwunsch, es gibt immer noch viel zu tun. Obwohl in der Beta keine Hauptmission mehr verfügbar sind, bietet New York Aktivitäten und Geheimnisse, die entdeckt werden können. Vor allem in der Dark Zone. Ihr werdet die größten Herausforderungen, die beste Ausrüstung und eine Menge anderer Spieler innerhalb der Dark Zone antreffen. Geht einfach nach Osten, wir sehen uns drin. Das war's. Jetzt kriegen wir keine Mission mehr, oder was? Finden Sie den Eingang zur Dark Zone. Kann ich Ihnen helfen?
Können wir das hier nicht machen? Wo wir den einen Terminal jetzt freigeschaltet haben, oder was? Das war's dann schon. Das ist ja mal... Ausstattungshändler. Reden wir nochmal mit ihnen. Keiner macht ihnen einen besseren Preis. Geldbörse, 250. Okay. Verkaufen. Was kriegen wir da? Ah, so 17 oder was? Ja, tatsächlich. Eingetütet. Sie machen ein gutes Geschäft. Passen ja. Sie da draußen auf sich auf. Hab ich gemerkt, was für ein gutes Geschäft ich da mache. So. Sehen Sie mal, was Sie verpassen. Was verpasse ich denn? Krieg ich... Krieg ich da keine Mission mehr, nur weil ich den einen Flügel jetzt ausgebaut habe? Wir hätten auch die anderen annehmen können, oder? Ach. Super. So. Ganz schön schneeflockig hier. So. So, warte. Einsatz abgeschlossen. Also ich könnte noch mal mit anderen da rein oder was? Schauen wir uns mal noch hier um. Und gehen mal vielleicht eventuell in die Dark Zone. Hat hier nicht gerade irgendjemand was gesagt? Dann erschießt mal. Macht ihn alle! Komm. So, dich haben wir. Oh. So. Was ist das denn? Bei der haben wir auch unendlich Schuss. Sind die sogar ganz nice. Oh oh. Verschwinde einfach von hier! Meinst du? Was ist das? Ist jetzt auf einmal. Was hat er hier? Muni. Splittergranate. Hier können wir bestimmt eh nichts machen. Haben wir hier noch was? Jo, eine Kiste. Was haben wir denn da? Besondere Fähigkeiten. Nehmen wir mit. Uns die mal eben angucken. So. Die haben wir jetzt. Das ist die neue. Und ich würde einfach mal die behalten. Nimmt ein bisschen mehr Wucht. Fand ich auch ganz nice jetzt. So. Ah. Alles gut, nur ein Zivilist. Okay, da kommen wir jetzt nicht rum. Ist jetzt auch nicht viel zum Aufheben. So, nehmen wir uns mal die Pläne mit. Aber schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also, ich hätte gedacht, dass wir schon ein bisschen mehr zu sehen kriegen jetzt so.
Vielleicht noch so ein paar kleine Nebenmissionen und so, hätte ich gedacht, aber... Da ist jemand. Markierte Position in der Nähe. Sie mich gesehen? So. Können wir einfach hier so runterspringen oder was? Jo, kann er tatsächlich. Hier ist Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Machen wir, machen wir. Komm mal raus. Warnung! Feindkräfte nähern sich! So, der ist tot. So, ja auch. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Wo nähern sie sich? So. Wo ist er? Komm, geh da rum. Gar nicht gesehen. So. Ich hab mich taktisch. So. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Wie viele denn noch? Ist er tot? Festgesetzt. So. So. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Sehr schön. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Super, super, super. Weiß ich. Kriegen wir jetzt irgendwas dafür? Wer seid denn ihr überhaupt? Sieh an, sieh an. Die Rikers halten einige unserer Leute auf der Lexington Avenue gefangen. Wir müssen sie befreien. Na dann. Schauen wir mal weiter. Was hier noch so abgeht. Finze? Du lieber Gott. Warum wollen sie das tun? Weiß ich nicht, warum sie das tun wollen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin nicht grob, tut mir leid. Gar nichts gemacht. Oh. Was ist das für welche? So. Boah, wie viele sind denn hier? Noch einer. Ich hab keine Chance. Siehst du doch. Oh oh. Wo bist du? Ah, Gas, 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 Gas. Verpiss dich! Komm her, noch einer. Hatten wir mal einen Faustkampf. Kopfschuss. Kopfschuss, Überlebender. Super. Jo. Kriegen wir dafür nichts? Oder finden wir noch so einen legendären Gegner oder epischen Gegner? Ich weiß denn nicht.